Heute dachte ich, dass ich mache einen Vlog auf Deutsch. Also ich bin jetzt gerade aufgewacht und habe mir meinen grünen Saft gemacht. Ich mache immer einen Saft früh momentan und das ist mit Apfel, Sellerie, Gurken und irgendwann. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Also wenn du eine Saftmaschine irgendwann kaufen kannst, mach das, weil ich finde, das macht total Spaß und die Säfte schmecken immer super. Und jetzt werde ich meine Make-up machen und dann müssen wir schon unser Weg zu unserem Büro machen. Und ja, ich hoffe, dieser Vlog wird euch gefallen. Ich bin jetzt fast fertig zum Gehen. Ich muss nur noch meine Sportsachen mitpacken und ich packe uns auch immer ein bisschen was ins Büro mitzunehmen. Also heute habe ich Buchweizen gekocht und dann im Büro haben wir immer so Salat oder so, dass wir für Mittag irgendwas Schönes, Gesundes, aber auch irgendwas, was voll macht zum Essen haben. Und ich muss auch noch Frühstück mitpacken und ich glaube, heute werde ich nur ein paar Bananen mitnehmen und ein paar Orangen. Und ich glaube, ich nehme das auch einfach mit mir ins Büro. Alright, ich bin fertig. Also es regnet heute. Heute ist so ungefähr 16 Grad draußen, also ein bisschen kälter als unsere schöne Sommerwetter, das wir haben eigentlich jetzt bis jetzt gehabt. Aber ab nächste Wochenende oder ab diese Wochenende soll es wieder super schön und heiß werden eigentlich. Aber es gefällt mir auch ganz gut. Und wenn es kühl ist, ist es irgendwie auch schön. Also ich mag es auch nicht, wenn es viel zu heiß ist. Und natürlich ist es schöner zu arbeiten, wenn es ein bisschen regnet. Also falls ihr nicht weißt oder falls ihr nicht andere Videos von mir angeschaut habt als diese, wie ich Deutsch gelernt habe und wie ich Deutschland finde Videos oder so, dann bin ich selbstständig. Ich und meine Freund, wir haben einen Unternehmen, der heißt oder die heißt Kia Charlotte. Und ja, da muss ich eigentlich jetzt jeden Tag, Wochenende auch fast eigentlich immer ins Büro gehen und ein bisschen arbeiten und es macht mir voll Spaß. Ich liebe, was ich tun und es geht uns eigentlich sehr gut. Wir sind noch ein Startup und ich teile unsere Startup-Reise in meinen Videos aus. Es ist alles natürlich in Englisch. Ich mag auf jeden Fall viel lieber in Englisch sprechen als Deutsch. Und ich werde später in diesem Vlog auch ein bisschen darüber sprechen, was für mich fließend heißt und über dieses Video, wie ich fließend Deutsch in 2 Monaten gelernt habe, weil ich glaube, da gibt es ein paar verschiedene Meinungen und ich verstehe total, warum das für manche viel zu unglaublich ist und vielleicht habe ich mich auch falsch veräußert. Ja, ich werde ein bisschen darüber sprechen. Aber ja, jetzt muss ich aber erstmal gehen. Bis gleich! Also ich nehme gerade keine Pause, ich nehme nie eigentlich eine Kaffeepause oder sowas. Ich trinke das immer während ich arbeite. Und ja, was ich mache jetzt gerade ist, wir machen so ein kleines Präsentation, was wir an unsere Kunden oft schicken oder potenzielle Kunden. Und ich bin halt immer so sozusagen in charge von der kreative Teil und ich baue immer so die Präsentationen so, dass die ungefähr ein bisschen schön aussehen. Natürlich haben wir auch einen kreativen Partner, einen was heißt es, ein Designpartner sozusagen, die machen unsere Logos und die machen alle unsere Marketingmaterialien auch eher. Ich mache immer nur ein bisschen Vorarbeit sozusagen und dann gebe ich das weiter an denen oft. Aber es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Genau, falls ihr das nicht weißt, falls es eure erste Mal ist auf meinem Kanal, wollte ich kurz euch auch nur Bescheid geben, was wir eigentlich machen. Also Kia Charlotte, habe ich schon gesagt, ist der Unternehmensname und wir machen vegane Kosmetik, also 100% vegane Kosmetik, die auch immer eher Naturkosmetik sein wird. Wir machen momentan aber nur Nagellack und Nagellack kann leider nie 100% Naturkosmetik sein. Es ist aber 14-free, das heißt, es ist 14 schadstofffrei, was bedeutet, dass die 14 schädlichsten Inhaltsstoffe, die häufig in Nagellack noch benutzt wird, nicht drin hat.
Das war einen Mund voll von mir, auf jeden Fall. So, ich bin jetzt auf meinem Weg ins Supermarkt, weil ich habe Sauhunger, oder wir haben Sauhunger mit Alex. Und ja, genau, ich habe eigentlich was mitgebracht. Buch 13 habe ich ja schon gesagt. Aber wir brauchen auch was für heute Abend, für zu Hause. Und weil wir ins Fitnessstudio gehen, werden die Läden dann zu sein schon. Deswegen muss ich die jetzt kaufen. Und dann, ja genau, und ich habe jetzt auch irgendwie Bock auf ein bisschen Brot oder irgendwas, das mich wirklich sehr, sehr voll machen wird. Und Leute, es regnet. Meine Gott, es ist schwierig zu vloggen, wenn es regnet. Also wir sitzen jetzt beim Essen und ich wollte euch kurz zeigen, was wir essen. Falls ihr das nicht weißt, ich bin eine Veganerin, bin schon seit 4 Jahren vegan. Und deswegen ist es alles ohne Fleisch, Eier und Milchprodukte. Also da haben wir meine Buchweizen, was ich heute früh gemacht habe. Hier ist mein Vollkornbrötchen. Dann haben wir Avocado mit ein bisschen Salat. Und ich habe auch vegane Käse gekauft. Und das ist wirklich das beste vegane Käse, das da gibt. Alle anderen vegane Käse finde ich eigentlich überhaupt nicht gut, aber das schmeckt wirklich sehr lecker. Und dann noch ein bisschen Hummus, was wir auf unsere Brötchen machen können. Meine liebe Leute, es ist jetzt fast 5:30 und ich sehe schon auch ein bisschen müde aus. Ich glaube, so in 2 Stunden gehen wir ins Fitnessstudio, also habe ich noch ein bisschen Arbeit zu erledigen auch. Und ich wollte jetzt auch kurz erklären, warum ich diesen Vlog auch auf Deutsch machen wollte. Erstmal finde ich es auch eine schöne Herausforderung für mich, weil ich bin schon ein sehr schüchterner Mensch und ja, es macht mir schon ein bisschen Angst, ein Video immer auf Deutsch zu machen, muss ich schon sagen. Ich glaube, ich denke immer, dass ich muss dann auf jeden Fall 100% perfekt sein. Zweitens habe ich ja, ist eigentlich vor 6 Monaten schon, habe ich ein Video gemacht, wo ich erkläre, wie ich fließend Deutsch in 2 Monaten gelernt habe. Und ich verstehe total, dass da gibt es viele Leute, die das überhaupt nicht glauben können. Da gibt es auch ein paar Leute, die das schlimm finden, dass ich sowas überhaupt sagen würde, und kann ich auch verstehen. Ich weiß, ich muss keiner jetzt irgendwie erklären, weshalb und warum, und keiner andere kann irgendwas wissen, außer ich, was vor 5 Jahren passiert ist. Und natürlich bin ich jetzt viel besser als vor 5 Jahren, und damals würde ich sagen, dass ich habe das ziemlich fließend gesprochen, obwohl mein Jargon war ziemlich klein noch. Also meine Wortschatz war ziemlich klein noch. Das ist das richtige Wort. Und ich habe halt nie das gelernt in der Schule oder ich habe nie einen Kurs genommen, außer dieser eine A1-Kurs. Also ich habe wirklich nur mit Sprachen das gelernt. Deshalb ist meine Grammatik auch nicht perfekt. Was ich schon alle in diesem Video, glaube ich, gesagt habe, dass ich finde, mein Deutsch ist meine Meinung fließend, vielleicht bedeutet fließend was anderes vor allem, aber es ist 100% nicht perfekt. Für mich bedeutet fließend nicht, dass es unbedingt perfekt sein muss. Und da war auch 1 oder 2 Kommentare, wo es geheißen hat, dass ihr nicht glauben können, dass ich perfektes Deutsch sprechen kann. Und das habe ich eigentlich auch nie gesagt. Ich kann nicht perfektes Deutsch, und ich persönlich finde, dass es ein bisschen schade, dass man das sagen muss für jemanden, der fließend Deutsch sprechen will. Weil ich finde, das ist die eine Sache, worauf die meistens viel Angst haben, um zu sprechen, um wirklich das zu üben, weil die immer Angst haben, ob die perfekt sind oder nicht. Die haben dann Angst, wenn die was von der Bäckerei bestellen, oder die wollen jemand was fragen oder keine Ahnung. Die haben dann immer plötzlich so viel Angst, ob die das überhaupt perfekt sagen können. Und nur mit Üben, nur um das zu probieren, kannst du in meiner Meinung gut lernen. Und ich bin so froh, dass ich nie wirklich sonst, außer vielleicht in Videos hier, Angst gehabt habe, perfektes Deutsch zu sprechen. Also, so finde ich das. Also klar, ich glaube, viele haben natürlich vielleicht recht gehabt, vielleicht ist mein Deutsch nicht fließend, doch nicht.
wenn das heißt, dass es perfekt sein muss. Aber ich habe in 2 Monaten ziemlich gut Deutsch gelernt, um auch einen Job zu bekommen. Ich habe es aber auch verloren, weil ich war dann wahrscheinlich zu schüchtern mit meinem Deutsch und meinen Wortschatz in der Bereich, wo ich gearbeitet habe, war dann doch nicht gut genug. Also das heißt natürlich auch etwas. Ich habe aber auch mit Leuten sprechen können, gute Konversationen haben können, mit meinen Freunden, seine Eltern sprechen können und ja, keine Ahnung. Also ich bin einfach gut rumgekommen mit meinem Deutsch. Es hat mich nicht irgendwie behindert, wie ich auch schon gesagt habe. Also ja, das wollte ich nur kurz erklären. Aber weißt du, ich finde, lieber einfach machen und ein schönes Leben in Deutschland haben und nicht zu viel denken, ob es jetzt wirklich perfekt ist oder nicht, statt zu viel zu überlegen, ob es jetzt fließend ist, wirklich oder nicht. Ich finde, es ist. Und wenn ihr das nicht meint, ist ja auch okay so, oder? Alright, dann muss ich jetzt wieder weitermachen. Ich habe jetzt gerade auch ein Video editiert für den Kanal, also ein normales englisches Video. Sollte ich das auch heute versuchen zu hochladen. Und dann mache ich noch weiter mit meinen Präsentationen, was ich früher auch gemacht habe. Und dann soll der Tag mit dem Arbeit langsam vorbei sein. Und dann gehen wir ins Fitnessstudio, worauf ich mich auch freue. Und ja, wir sehen uns wahrscheinlich dann später. Wir sind jetzt raus von dem Büro und wir gehen jetzt ins Fitnessstudio. Wir versuchen immer so 3-mal der Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Wir gehen immer mit Alex und seinem Bruder zusammen. Und die machen einfach immer irgendwelche, was ist Weightlifting in Deutsch, Alex? Gewicht heben. Und ich mache mal mit meinem Körpergewicht ein bisschen was und dann ein bisschen Cardio. Was ist Cardio in Deutsch? Cardio. Auch. Siehst du, so sprechen wir in Deutsch gerade. Also wir sind jetzt wieder zu Hause oder daheim. Wir haben gerade ein bisschen was gegessen. Also ich habe nur einen Apfel gegessen, weil es ist ja eigentlich schon spät, fast 10 Uhr jetzt. Also wir gehen auch langsam schlafen. Und ja, ich wollte den Vlog hier enden für euch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche nur, dass falls ihr das schaut und Deutsch lernt, dass ihr einfach hart versucht, das zu lernen. Also viel einfach sprechen. Ich weiß, viele haben Angst, eine neue Sprache einfach zu sprechen. Und so habe ich das gemacht. Ich wünsche auch, dass keiner, der Deutsch lernt, hier das schaut und meine Art von Deutsch sozusagen lernt. Also geh bitte in Kurse und lerne Grammatik, wenn das für dich wichtig ist. Ich weiß 100%, dass mein Deutsch auf jeden Fall nicht perfekt war hier auf diesem Vlog. Ich kann trotzdem sehr gut hier in Deutschland mit das Wohnen, leben und hoffentlich irgendwann lasse ich mir wieder ein bisschen mehr Zeit, auch die Grammatik ein bisschen besser zu lernen, weil natürlich würde es mir auch viel helfen, wenn ich mich noch mehr verbessern könnte, auf jeden Fall. Aber ich würde hoffen, dass Leute hätten nicht so viel Angst, einfach zu sprechen, auch wenn es in Anfang war es für mich auch schwierig und es hat mir auch viel Angst gemacht, mit fremden Leuten einfach zu irgendwie Deutsche sprechen, wenn ich überhaupt nicht wusste, ob es vielleicht richtig war. Ich habe mir Angst gehabt, ob es richtig klingt oder ob jemand mich überhaupt verstehen würde. Aber da haben viele Leute eigentlich mich schon verstanden und manchmal nicht und dann war das auch okay. Man kann sich ja wiederholen und so. Falls ihr mehrere Vlogs auf Deutsch sehen wollt oder vielleicht sogar ein bisschen zweisprachig, gebt mir bitte Bescheid, gebt Daumen hoch für dieses Video oder gebt mir einen Kommentar unten. Und ja, ich hoffe oder ich freue mich, euch in meinem nächsten Video zu sehen. Vielen Dank fürs Anschauen. Tschüss!